Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Yvonne Zindel und ich habe heute die wunderbare Aufgabe, Sie durch das Gespräch Hybrid Futures, Spekulationen von Helga Taug, Jan Kamsow und Moritz Ahler zu führen. Und ich möchte jetzt als erstes Herrn Stefan Brandt begrüßen, der seit 2017 der Direktor des Futuriums ist. Ja, auch von mir ganz herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Hybrid Futures an der Schnittstelle von Wissenschaft und Kunst. Als Haus der Zukunft, das ja erst vor wenigen Monaten hier in Berlin eröffnet wurde, möchte das Futurium Menschen dazu ermutigen, sich mit Zukunftsideen, Zukunftsansätzen, Zukunftsvisionen auseinanderzusetzen. Und unter der Leitfrage, wie wollen wir leben, geht es hier um eine gemeinsame Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Der heutige Dialog zwischen WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen, der hat zum Thema die Stadtplanung der Zukunft und er findet im Denkraum Natur unserer Ausstellung statt. Und in diesem Denkraum beschäftigen wir uns damit, wie wir von der Natur lernen können, ein ja hoffentlich ressourcenschonenderes, nachhaltigeres Leben zu führen. Und ein besonders schönes Symbol dafür ist unsere große Skulptur mit dem Titel Neonatur, neue Natur. Und die sehen Sie jetzt hier gerade im Bild. Und sie steht dafür, wie wir aus der Natur Strukturen ableiten können. Hier in dem Fall sind es Knochenstrukturen. Und wie diese Strukturen dann vorbildhaft für Architektur werden können. Und das werden Sie, indem wir daraus beispielsweise mit moderner IT-Technik Algorithmen ableiten und dann im nächsten Schritt versucht wird, auf Basis dieser Algorithmen möglichst aus wenigen Formteilen eine solche komplexe Struktur zu bauen. Denn diese Struktur, die besteht aus über 2000 Holzelementen, denen aber nur 11 unterschiedliche Formen zugrunde liegen. Neben den wissenschaftlichen Zugängen interessieren uns hier am Futurium immer wieder und insbesondere auch die künstlerischen Perspektiven bei der Annäherung an die großen Zukunftsherausforderungen. Wir sind überzeugt von der Kraft interdisziplinären Arbeitens und wir glauben, dass die Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen in besonderer Weise auch der Fantasie bedarf. Und deshalb verknüpfen wir in unserem Programm immer wieder auch künstlerische und wissenschaftliche Ansätze. Und auf diese Weise können dann Inhalte eben nicht nur auf einer rationalen Ebene nachvollzogen, sondern eben auch auf einer emotionalen Ebene miterlebt werden. Ich freue mich, dass unsere heutige Veranstaltung von AlexTV live übertragen, live gestreamt wird. Und ich möchte mich natürlich auch bedanken bei unseren Partnern von der Hybrid-Plattform der UdK Berlin und der TU Berlin. Und in dem Sinne übergebe ich auch gleich an Evelina Dobschalski von der Hybrid-Plattform. Vielen Dank, Herr Brandt. Herzlich willkommen. Ich bin Evelina Dobschalski und würde Sie gerne auch im Namen der Hybrid-Plattform heute herzlich begrüßen. Die Idee zu dem Projekt der Hybrid Futures entstand in den ersten Zügen vor 2 Jahren. Deswegen ist es umso schöner, Sie heute hier zu sehen oder nicht zu sehen leider, aber dass es trotzdem in diesen widrigen Umständen geklappt hat, dass wir uns hier alle versammeln. Aber vielleicht ein wenig zur Hybrid-Plattform. Was machen wir? Also die Hybrid-Plattform ist ein Projekt, ein Kooperationsprojekt zwischen der Technischen Universität Berlin und der Universität der Künste, das es schon seit 10 Jahren gibt. Wir unterstützen in diesen beiden Universitäten das interdisziplinäre Arbeiten und das tun wir durch verschiedene Formen, unter anderem durch die Unterstützung von Lehrveranstaltungen, durch die Unterstützung von interdisziplinären Forschungsprojekten und aber auch innovativen Forschungslaboren, in denen mit verschiedenen Disziplinen gearbeitet wird oder mit verschiedenen Methoden der Disziplin gearbeitet wird und dann natürlich auch durch Veranstaltungen wie diese, die wir heute sehen. Wir versuchen immer Künstler, Wissenschaftler und Experten aus verschiedenen Feldern zusammenzubringen, um ein interdisziplinäres Denken zu ermöglichen und das tun wir auch heute. Heute sind die Themen Architektur, Theater und Urbanistik und ich bin schon sehr gespannt, zu welchen Erkenntnissen wir heute Abend kommen und würde sehr gerne an Yvonne Zindel übergeben, die den weiteren Abend führen wird. Vielen Dank.
Genau. Damit Sie und ihr an den Bildschirm ungefähr wisst oder Sie wissen, was auf Sie und euch zukommt. Einmal ganz kurz durch den Ablauf des Abends. Unsere Gäste, die Autorin und Theaterregisseurin Helga Taug, der Urbanist und Architekt Jan Kramshoff, sowie der Architekt Moritz Ahlert werden sich gleich einander vorstellen und Ihnen natürlich, um unserem Publikum einen kleinen Einblick in Ihr Schaffen zu geben und natürlich eben auch, was Sie gerade in Ihren unterschiedlichen Disziplinen denken, forschen, erleben, was für Themen Sie gerade interessieren. In einem darauf folgenden Gespräch werden konkrete Projekte gezeigt, die das heutige Thema, dem Spekulieren über hybride Zukünfte, über vergangene und mögliche Zukunftsvisionen aufnehmen und die verschiedenen Perspektiven aus den heute anwesenden Künsten und Wissenschaften beleuchten. Und wir haben unsere Gäste im Vorfeld gebeten, sich auch Gedanken über die Vergangenheit ihrer Disziplinen zu machen und über deren zunehmende Hybridisierung. Denn nach dem Blick in die Vergangenheit und einem ganz kurzen Stopp in der Gegenwart wollen wir im Anschluss eine Spekulation anstellen über die zukünftigen Herausforderungen an die jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen und an die Stadt. Genau, in diesem Sinne würde ich jetzt sehr, sehr gerne anfangen bei Jan Kramshoff, und ihn bitten, sich einmal kurz vorzustellen. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung in dieses tolle Gebäude. Wir haben das schon mit Studenten besucht, als es noch leer war. Ja, ich bin Architekt, habe ein kleines Büro Modular Beat in Münster, das wir bereits während des Studiums gegründet haben, weil uns irgendwie dieser Begriff der Architektur irgendwie zu eingeschränkt vorkam, hatten wir von Anfang an die Idee, das irgendwie weiter zu verknüpfen in andere kulturelle Bereiche und sehen das eben auch als Teil der großen kulturellen Szene. Wir interessieren uns fürs temporäre Bauen, und zwar immer da, wenn Veränderungen ansteht, also Transformationsräume, Verhandlungsräume. Und daraus hat sich eine Praxis entwickelt, die einerseits eben temporäre Objekte baut, aber wir erschaffen auch Verhandlungsräume oder machen Partizipation, je nach dem Anlass, der gerade quasi gefragt wird. Ich habe noch mehrere Hüte auf, bin auch Hochschullehrer, gerade an der TU Berlin als Gastprofessor. Und da, das werden wir gleich auch sehen, spekulieren wir genau in diese Transformationsräume rein und versuchen auch sozusagen uns über vergangene Zukünfte, die gibt es nämlich auch, und neue Zukünfte Gedanken zu machen. Und ich bin noch Vorstand von einer kleinen Initiative, die heißt Freihaus, Stadt ist, wenn man drüber spricht. Das heißt, eine ganz andere Perspektive, eben nicht die gebaute Stadt, sondern die Stadt, die eigentlich durch den Diskurs passiert. Vielen, vielen herzlichen Dank. Genau, dann übergebe ich das Wort gleich an Helgert und würde auch bitten, dich einmal ganz kurz vorzustellen. Woran arbeitest du gerade? Wer bist du? Was machst du? Helgert Haug ist mein Name. Ich bin Theatermacherin. Hier in dem Zusammenhang würde ich eigentlich am liebsten sagen Stadttheatermacherin. Ist aber vielleicht ein bisschen irreführend, weil wir eben nicht in dem Kollektiv, in dem ich arbeite, Rimini-Protokoll, uns in diese Gebäude zurückziehen und mit dem Ensemble arbeiten, sondern in der freien Szene arbeiten oder in der unterwegs sind, in Kooperation immer wieder auch mit Staats- und Stadttheatern und Festivals. Wir machen Stücke, in denen wir versuchen, die Lebenswirklichkeit eigentlich von Menschen zu erzählen, indem wir sie entweder selber auf die Bühne einladen, also eben nicht mit Schauspielern arbeiten, sondern mit Leuten, die für uns interessant sind, über ihre Biografien oder über ihr Wissen auch. Oft eben nennen wir die deshalb auch Experten, das Alltags kam irgendwann nochmal dazu, aber eigentlich sind sie eben für uns nicht Laien, weil sie nicht die gelernten Theatermittel mitbringen, sondern Experten, weil sie mit einem Plus kommen auf die Bühne. Und die Formate sind aber sehr vielfältig, also eben tatsächlich auf der Bühne bis in den Stadtraum hinein, bis ganz unsichtbar. Und das machen wir seit 20 Jahren. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Jetzt möchte ich von dir, Moritz, gerne erfahren, was ist deine Disziplin, was ist deine aktuelle Fragestellung und natürlich, wer du bist und was du machst. Ja, hallo. Ich bin Moritz Ahlert. Ich bin Architekt. Ich habe an der UdK studiert. Und meine derzeitige Hauptbeschäftigung ist Lehre an der TU. Das heißt, ich verknüpfe auch gerade die beiden Universitäten zusammen. Ich habe letzten Sommer meine Dissertation verteidigt. Darin habe ich mich insbesondere mit der Digitalisierung von Stadt beschäftigt. Und wir sprechen später nochmal im Detail darüber.
Ansonsten mache ich unterschiedliche gestalterische Projekte, Grafikdesign, und ich interessiere mich besonders für Mapping, Kartografie und da die Übersetzung von städtischer Forschung auch in visuelle Sprache. Derzeit meine Hauptfragestellung ist fortführend von der Dissertation. Das trage ich auch in die Uni rein, in die Lehre. Da forsche ich gerade zusammen mit Studierenden auch an Zukunftsthemen und Digitalisierung von Stadt. Und da besonders in Corona-Zeiten relevant auch Fragestellungen des zukünftigen Konsums. Wie gestaltet er sich? Wie gestalten sich Städte? Inwieweit hat unser verändertes Verhalten Auswirkungen auf Stadt und Gesellschaft? Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank euch allen. Genau. Wir haben ja die Veranstaltung beworben mit einem oder beziehungsweise eine Frage in die Veranstaltungsbeschreibung gestellt, und zwar, die uns alle sehr interessiert hat. Denn wie haben vergangene Lebens- und Stadtkonzepte bis in die Gegenwart hinein uns und unsere Umgebung geprägt? Das war so eine der Ausgangsfragestellungen. Genau. Und diese Frage beschäftigt euch ja alle in unterschiedlicher Weise aus euren Disziplinen heraus. Da habt ihr eben gerade schon kurz drüber gesprochen. Und ich würde es gerne von dir ein bisschen mehr hören, Helgert, über ein Stück, was heißt 100% Berlin Reloaded, und darüber ein bisschen mehr hören. Denn du hast ja schon erzählt, dass ja immer mit sogenannten Expertinnen des Alltags arbeitet, also mit Bürgerinnen, aber auch mit Statistikerinnen, oder? Also mit Menschen, die Werte erheben, und das spielt in diesem Stück eine ganz besondere Rolle, oder? Ja, genau. Also es ist tatsächlich das letzte Stück, was wir wirklich sozusagen auf die Bühne gebracht haben. Auch die letzte Großveranstaltung, es fand Anfang Januar statt. Gab es noch ein bisschen Luft bis zur tatsächlichen Schließung der Theater, aber für uns ist das so irgendwie so die letzte wirklich Großveranstaltung, und eben auch damals war eigentlich so ein bisschen die Jubiläumsveranstaltung, wie wir unseren eigenen Geburtstag gefeiert haben, ein rauschendes Fest. Auf der Bühne sind bei dem Stück 100 Menschen zu sehen, und diese 100 Menschen bilden die Stadt ab, die Stadt Berlin in dem Fall. Und zwar nach 5 Kriterien, die wir eben mit so aus der Demografie rausgenommen haben und die von einem Statistiker vorgestellt werden. Also wir gucken uns an, wie ist die Altersstruktur der Stadt, wir gucken uns an, wie ist die Geschlechterverteilung, also wie ist sie sozusagen angegeben worden, wo, in welchen Bezirken wohnen Leute und was ist ihr Familienstand und was ist ihre Nationalität. Und erfüllen dann praktisch in so einem Art Schneeballprinzip die Abbildung dieser Werte. Also wir haben praktisch 52% Frauen in Berlin und 48% Männer. So viele Frauen und so viele Männer stehen dann schließlich auch auf der Bühne. Wir haben so und so viele Kinder unter 6 und so viele Menschen über 75, und die kommen dann eben auf die Bühne. Das ist insofern ein bisschen untypisches Stück, weil wir gar nicht so lang mit den Leuten proben, sondern es ist eher wie so eine Art Spielformat. Also basiert auf Fragen, die wir eben an diese 100 Menschen stellen und eigentlich so einen Spiegel den Zuschauern damit auch vorhalten, also die ja auch aus dieser Stadt zum größten Teil kommen, und praktisch mit vielen, vielen Fragen von dieser Stadt, von diesen 100 sozusagen beispielhaften Bürgern und Bürgerinnen die Antworten erwarten, gleichzeitig sich aber selber natürlich auch in dieses Spiel mit einbeziehen und sich selber fragen können, wie stehen sie denn zu Fragen der Bebauung des Tempelhofer Felds oder zu Verkehrspolitik, also sehr aktuellen Fragen, aber auch später im Stück ist es ein bisschen persönlicher und geht das irgendwie wirklich auch über so ein bisschen philosophische Haltung zum eigenen Leben. Und das Stück wird eigentlich viermal nur geprobt, also es ist eigentlich wie das Vermitteln vieler Spielregeln. Also es gibt unterschiedliche Methoden, mit denen die Leute dann ihre Antworten geben können, von auf eine Seite gehen und damit ausdrücken, dass sie ja positiv antworten, über auch performativere Elemente. Und ein Teil davon findet statt eher am Ende des Stücks mit so Multiple Choice. Da heben die Teilnehmer eben Farbtafeln hoch, um zu zeigen, irgendwie, wie sie sich zu den Fragen verhalten. Da haben wir, glaube ich, auch ein Stück Video, was wir uns angucken könnten, wo wir irgendwie einmal so sehen, irgendwie, wie die Menschen auf diese Fragen reagieren.
Eine ganz kurze Rückfrage, Reloaded-Stück gab es ja schon mal vor 12 Jahren. Genau, das ist wichtig. Vor 12 Jahren haben wir es zum allerersten Mal entwickelt. Wir haben es in Berlin sozusagen uraufgeführt, später 38 Mal in anderen Städten auch gemacht, auch weiterentwickelt und hatten aber das Gefühl, dass in Berlin eigentlich ganz besonders sich so viel verändert hatte irgendwie in den letzten 12 Jahren, dass es interessant wäre, die Stadtbevölkerung eigentlich nochmal zu befragen und auch zu befragen über die Veränderungen, also die gefühlten irgendwie, wie ja, fühlen sie sich wohl oder irgendwie wie, ja, wie viel enger ist es, wie viel hektischer, wie viel aber auch internationaler, bunter und das ist einerseits belegt durch Statistik, also zum Beispiel gibt es einfach 10% mehr Menschen in Berlin mittlerweile ohne deutschen Pass, also mit einem anderen als einem deutschen Pass. Aber es ist natürlich auch eine gefühlte Realität, die sich widerspiegelt über die Antworten, die die Leute geben. Ja, das ist spannend. Das ist, ich habe gelesen, der jüngste Schauspieler war beim ersten Mal noch im Bauch und dann war der Berlin Reloaded 12 Jahre alt. Genau, wir haben praktisch versucht, erstmal alle von den ehemaligen Akteuren irgendwie wiederzugewinnen, haben diese 100 versucht zu kontaktieren. Auch da bildet sich natürlich ab irgendwie, was in 12 Jahren passieren kann, von Menschen, die wegziehen, von Menschen, die verschwunden sind, von Menschen, die gestorben sind oder sozusagen pflegebedürftig geworden sind. Aber es gibt eben auch so schöne Geschichten, wie das eben der eine, der noch tatsächlich, also pränatal dabei war, aber es gab auch einen Säugling, der war erst wenige Tage alt, der dann als jetzt 12-Jähriger halt sehr munter und stolz auf der Bühne steht und dieses Stück nochmal anders spielt. Ja, wunderschön. Vielleicht können wir ja mal einen kleinen Ausschnitt uns anschauen. Das wäre schön. Gäbe es nur entweder oder. Wie hat sich Berlin in den letzten 12 Jahren für euch verändert? Wie groß ist euer Wohnraum pro Kopf? Kann Berlin mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen? Wohin würdet ihr ziehen, wenn ihr Berlin verlassen müsstet? Wunderschön. Genau, ja, man sieht ja an diesem Beispiel wunderbar, warum ihr oder warum du vorhin dich Stadttheatermacherin genannt hast. Ich glaube, ihr bekommt auch oft das Label Dokumentartheater, oder? Das bekommt ihr ein bisschen aufgedrückt und das liegt ja daran, dass ihr euer Publikum extrem mit einbezieht und eigentlich ja diese Hierarchien im Theater komplett auflöst. Also hier, da die Bühne, da die Zuschauerinnen, die dürfen nicht mitmachen. Aber das ist tatsächlich, du meintest vorhin, das letzte Stück, was ihr auf die Bühne gebracht habt. Tatsächlich ist es gibt es ja auch andere Beispiele von Stücken, wo ihr gar nicht mehr im klassischen Theater seid, sogar rausgeht in den Stadtraum, in den öffentlichen Raum.
Und genau, die Stadt ist schon wirklich die Inspirationsquelle für ganz viele Stücke, dass wir in andere Gebäude rein wollen, aber auch, dass wir, und das war auch eine Antwort auf eigentlich das Modell des Stadttheaters, uns einen LKW gebaut haben und haben gesagt, warum können wir nicht mit denen durch die Stadt fahren? Also die Stadt ist eine wunderbare Bühne. Und mit einem Rahmen drumherum verwandelt sich eigentlich jede Straßenkreuzung eigentlich zum unglaublich spannenden Stück. Und dann haben wir einen LKW umgebaut, haben eine Zuschauertribüne reingepackt und es passen so 48 Leute rein, dicht auf dicht, sitzen die nebeneinander und gucken eben durch eine sehr, sehr große Glasscheibe, die so seitlich sozusagen zur Fahrbahn auf die Stadt. Und es gab mehrere Stücke, die wir praktisch mit dem Stadttheater mobil gemacht haben. Es fing eigentlich an, dass wir uns um die Biografie von osteuropäischen Lkw-Fahrern erstmal gekümmert haben, haben gesagt, mit denen wollen wir jetzt auch diese Strecken abfahren und mit denen wollen wir zu diesen Orten fahren, die wir alle nicht kennen, wo verladen wird und Logistik sich abbildet und in irgendwelche gigantischen Hallen hinein. Und ein weiteres Stück habe ich gemacht in einer Konstellation mit zwei Kollegen, wo es um den Blick der Kinder eigentlich auf die Stadt ging. Und zwar verschiedenen Alters. Also die eine Protagonistin war 10 und der zweite Protagonist war 17, 18. Und es ging uns eigentlich um das Regelwerk der Stadt. Also wie funktioniert das irgendwie und wer macht eigentlich die Regeln und sind die gut, gibt es zu wenig, gibt es zu viel, möchte man die ganze Zeit die brechen? Und das ist natürlich auch irgendwie abhängig von dem Alter. Also die 10-Jährige war sehr, sehr, sehr darauf erpicht, dass die Regeln durchgehalten und eingehalten werden. Also jede rote Ampel, die irgendwie salopp überschritten wurden, war für sie eben eigentlich nicht zu ertragen, die Situation. Und der 17-Jährige hat natürlich eine ganz andere Haltung zur Stadt und zu der von ihm eben gefühlten Unfreiheit und auch sozusagen den sehr, sehr eingeschränkten Handlungsspielraum, den er hat. Und die dritte Position gab es auch nicht. Das war auch noch, das war der Fahrer selber, der sich arrangiert hat irgendwie und auf so eine Weise sich praktisch konform, aber irgendwie auch sozusagen so durchgewurschtelt hat. Irgendwie kannte alle Regeln, kannte aber auch alle Ausnahmen und kannte sozusagen alle Spielchen, die herrschen. Und aus diesen drei verschiedenen Perspektiven oder Blickwinkeln haben wir dann eben eine Fahrt unternommen durch Berlin, ausgehend Kreuzberg, und aber sind irgendwie eine relativ große Strecke eben auch zum Tempelhofer Feld gefahren und dann über einen großen Bogen zurück. Genau, und man erlebt die Stadt. Eine Haltestation war eben auch eine große, große Brache, eigentlich wo dieser Autobahnzubringer gebaut wird gerade, und die Spekulation darüber, was da auch passieren könnte. Genau, das. Also die Position des Sprecher, der Sprecherin, des Kindes, sitzt sozusagen auf dem Beifahrersitz oder wie kann ich mir das vorstellen? Führt durch das Stück? Genau, die fährt mit, die sitzt vorne. Es gibt eine Kamera, die das überträgt in den Truck. Man kann auch diese Fenster verschließen und dann projizieren, aber erstmal ist man auch über Audio verbunden. Die kann aber auch aussteigen, das hat sie gemacht, immer wieder an bestimmten Stellen. Es gab so kleine Interventionen. Also wir haben auch sozusagen, es gab mit dem Älteren, mit Jasper, mit dem Darsteller auch so Versuche, irgendwie einfach was passiert, wenn man sich auch sozusagen ganz wenig nicht konform verhält, wenn man zum Beispiel einfach an einem Ort nichts tut. Also ist das Nicht-Tun nicht auch schon etwas, was Alarm auslöst? Und das haben wir exerziert eben am Südkreuz, am Bahnhof, wo es eben so ein Überwachungssystem gibt und tatsächlich nach den Parametern auch geguckt wird. Und von einer Person, die nichts tut und die lange an einem Ort steht, geht Gefahr aus. Ja. Also die wird erkannt sozusagen und in dem Modell dieses Überwachungssystems, was ja da so aufgebaut wurde, heißt es einfach, da ist jetzt, da muss gehandelt werden. Also müssen Beamte losgeschickt werden, weil einer tut nichts und zwar über Minuten. Und mit solchen Momenten haben wir gespielt in dem Stück. Ja, wunderschön. Können wir da einmal reinschauen? Ja, es gibt einen kleinen Ausschnitt, den man angucken kann, wo jetzt die jüngere Protagonistin zu sehen ist und wir eben an dieser Brache uns befinden und die sozusagen überlegt, was an Future City dort entstehen könnte. Wunderschön. Okay, Wettrennen. Boah, Rudi, gegen dich habe ich keine Chance. Wie es
Fläche hier könnte man ja eigentlich ganz gut an so ein Unternehmen wie Google oder Microsoft verkaufen. Sie würden hier ein Urban Living Laboratory errichten. Mit selbstfahrenden Autos, Smart Homes, künstlicher Intelligenz und Forschungszentren zur Verlängerung des Lebens. Alles wird dann irgendwie viel effizienter sein und doch nachhaltiger. Alles, also Autos, Kühlschränke oder Lieferdrohnen kommunizieren miteinander. Und wenn du mal nicht zu Hause bist, wird automatisch der Energieverbrauch deiner Wohnung runtergefahren. Wenn Milch im Kühlschrank fehlt, automatisch nachbestellt. Der Lieferroboter, der unter der Erde arbeitet, bringt die Bestellungen dann in die Häuser. Es gibt auch Müllroboter, die sammeln dann die Überreste des Tages auf. Das wird alles zentral gesteuert. Die Stadt wird auch nicht um eine Hauptstraße rumgebaut, sondern um Highspeed-Netzwerke. Man lebt dann quasi in einem Computer. Ein Giga-Roboter, ein künstlicher Stadtkörper, in dem die Bewohner als datentransportierende Blutkörperchen immer im Kreis herumgepumpt werden. Google und Microsoft sind auf jeden Fall schon ganz aufgeregt und haben neulich gesagt, hier könnten wir endlich all das tun, was wir tun würden, wenn uns jemand eine ganze Stadt anvertrauen würde. Die Regeln und Gesetze macht dann dieses Unternehmen. Das sind dann Smart Solutions. Die gibt's hier aber nicht, da muss man die Leinwand von selber runterziehen. You can look at these ancient hills and see nothing. Or you can see nothing to hold you back. No set ways of thinking. No restrictions, no divisions, no excuses. Just endless potential. This is the blank page you need to write humanity's next chapter. Ja, spannend und vor allen Dingen eine Menge gute Ideen ja eigentlich schon für die Zukunft, beziehungsweise auch ein bisschen gruselige Ideen, oder? Ja. Dieser Text kam dann tatsächlich von ihr selber, also das war so eine Mischung aus Gesprächen und… Ja, nein. Also das ist schon ein Text, den wir geschrieben haben und wo es auch eigentlich darum ging, wie fremd klingt das aus einem Kindermund. Ja. Also wenn die sich begeistert für Smart Solutions. In einem Roboterleben. Genau. Ja, interessant. Ich musste gerade kurz zucken, als die Leute so ganz eng zusammensaßen. Das wäre heute gerade. Das war gemütlich. Ja, total. Das hat sich schnell geändert. Ja, sehr vielen Dank. Wir kommen auf jeden Fall noch auf ein weiteres Beispiel zurück, was du uns noch mitgebracht hast. Aber jetzt würde ich sehr, sehr gerne Moritz befragen zu seiner Arbeit. Ich habe gerade deinen Artikel gelesen in der aktuellen Plus, ich glaube, März ist sie rausgekommen, ist das richtig? Ist 2019. 2019, genau, ja. Und ich war so ein bisschen, also ich war so begeistert über die Dichte an Erkenntnissen, die ich aus dem Artikel gewinnen konnte, aber auch so ein bisschen erschüttert über die Einsicht, dass du beschreibst, dass virtuelle Maps auch Instrumente sozialer Kontrolle sind. Also da schreibst du recht ausführlich darüber, dass wir eigentlich auch geleitet werden, auch beispielsweise dass es in Computerspielen auftaucht, dass wir auf einmal zu einem McDonald's geleitet werden. Genau. Magst du ein bisschen aus deiner Praxis erzählen, was du eigentlich machst und das an Beispielen zeigen? Sehr gerne. Ich habe vier Beispiele mitgebracht, vier Folien, die als erstes ein Buchprojekt, an dem ich mitgearbeitet habe und unter anderem für die Grafik verantwortlich war und auch insbesondere, es nennt sich Atlas, für die Karten, wie vorhin schon erzählt, als Schnittstelle zwischen Visualisierung und eigener städtischer Forschung. Und genau, das ist im Rahmen eines Kunst- und Kulturprojekts entstanden, Haus der Kultur in der Welt 2011. Und das war auch ein Ergebnis für mich aus, einmal nach dem Studium und dem Diplom, so eine erste Fokussierung auf das Medium der Karte. Auf der anderen Seite auch ein Schritt Richtung Wissenschaft und Publizieren.
Genau, ich würde gerne das nächste Projekt zeigen. Genau, das war, ist eigentlich auch mit einem großen zeitlichen Abstand daraus hervorgegangen. Ein internationales Projekt, wieder im Kunst- und Kulturbereich. Ein Projekt im Deutschlandjahr 2016-17 in Mexiko. Und da war ich auch in mehrfacher Funktion aktiv. Einmal als Co-Kurator, einmal als Autor der Publikation, aber auch als Gestalter und als Forscher. Ich habe das Buch oder den, was man jetzt als aufgeschlagene Seite sieht. Das ist ein Atlaswerk, was auch mehrere Funktionen hat. Einmal die Kapitel im Buch gliedert, aber auch die Ausstellung, quasi so eine Art Metaebene, die durch die Ausstellung führt. Genau, dort habe ich das Thema der Karte fortgeführt, einmal auf so einer reflexiven Ebene, aber auch in einer praktizierenden Ebene. Das Gleiche habe ich in meine Promotion mit eingebaut, die ich letztes Jahr zu Ende gebracht habe. Nächste Folie. Und genau, du hattest den Artikel erwähnt in der ArchPlus. Das war ein Exzerpt quasi aus einer größeren Arbeit. Okay. Und die bestand aus eigenen praktischen Arbeiten, wie auch dieses Mexiko-Buch und die Ausstellung, aber auch und an anderen kleineren Projekten, die ich jetzt nicht zeige, aber auch einer inhaltlichen, wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. Und das ist einmal jetzt Anfang des Jahres auch durch die Presse gegangen, weil ein Berliner Künstler, Simon Weckert, der mit 99 Smartphones durch Berlin gelaufen ist und Google Maps gehackt hat und für einen virtuellen Stau gesorgt hat, den es eigentlich auf der Straße gar nicht gibt, der hatte zur Erklärung als quasi Künstlertext, hatte er einen Auszug meines Text aus der ArchPlus in einer englischen Version genommen und den haben dann Journalisten, inzwischen ist das Video von ihm, er hat es bei YouTube hochgeladen, 3 Millionen Mal geklickt. Wow. Und er hat eine immens hohe Reichweite gehabt, das war zum Geburtstag 15 Jahre Google Maps. Und das habe ich glaube ich vergessen zu erwähnen, in meiner Dissertation habe ich mich vor allem auf den Google-Kartendienst fokussiert und da überlegt, welchen Einfluss hat das eigentlich auf Stadt und Gesellschaft. Und diesen Text hat er mit eingebaut und ja, er hat mich selber in diesen Medien-Tsunami mit reingeholt. und das Video lohnt es sich anzuschauen. Und diese grundlegenden Thematiken von Digitalisierung und Stadt, die auch bei Helga in dem letzten Video schon angeklungen haben, wer bestimmt eigentlich unsere Städte, wie werden sie sich in Zukunft gestalten, wie verändern digitale Tools die Stadt. Da habe ich mich insbesondere in meiner Dissertation auf kartenbasierte Dienste fokussiert, wie Uber, Airbnb oder Deliveroo, was es jetzt zumindest in Berlin auch nicht mehr gibt. Die Karten nur funktionieren aufgrund der Karte und aufgrund der location-basierten Services, die daran verknüpft sind. Und das Gleiche, genau, nächste Folie, beschäftigt mich auch in der Lehre. Ich habe da auch andere Studios betreut, aber als experimentelle Theorie-Seminare suche ich eigentlich genau mit den Studierenden diese Inhalte und auch diese Formate neu zu erkunden und das ist jetzt so ein Instagram-Bild von dem derzeitigen digitalen Semester an der TU, wo ich seit 2017 arbeite und genau auf der einen Seite lehre, aber auch forsche und mich weiter mit den Themen beschäftige. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch 2 Fragen an dich. Und zwar, du hast ja beschrieben und hast auch gezeigt, dass deine Praxis eigentlich auch Kartografie und Grafikdesign einschließt. Also bist du eigentlich auch ein Hybrid zwischen Wissenschaftler und Künstler, könnte man fast sagen, oder? Ich habe an der HfWK in Hamburg meine Dissertation gemacht und es war auch eine Practice-Based PhD
Das heißt, ja, beides hat mich in den letzten Jahren bewegt und ich habe versucht, das möglichst und häufig in künstlerischen oder kulturellen Kontexten, das beides zusammenzubringen. Mhm. Genau. Genau. Glaubst du, dass sich deine gesamte Wissenschaft und Wissenschaftsdisziplin in den vergangenen 10 oder 15 Jahren auch hybridisiert hat? Also sind sich Kunst und Architektur, Urbanistik näher gerückt? Ich denke, es gab immer schon von Anfang an, ist Architektur genauso wie Kartografie an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Gestaltung und Form und Emotionen auf der anderen Seite auch von Berechnung, Planbarkeit und Machbarkeit. Genau, und da gab es auch in den 70ern, 80ern oder schon früher gab es tolle Beispiele, Ray und Charles Eames, die auf der einen Seite Architektur gemacht haben, auf der anderen Seite aber auch geforscht haben und das auch in künstlerische Formate übersetzt haben. Oder in den 90ern, 2000ern, was mich auch geprägt hat, natürlich so rund um Rem Koolhaas, so diese holländische Schule, die versucht hat, so einen erweiterten Architekturbegriff zu prägen und kartografiert hat, nicht an der reinen Rasterfassade hängen geblieben ist, sondern weitergedacht hat und überlegt hat, was hat Architektur eigentlich mit Gesellschaft zu tun und mit ökonomischen, ökologischen, sozialen Faktoren verknüpft. Und genau an dieser Schnittstelle sehe ich mich eigentlich. Und da denke ich, das ist der Disziplin von Anfang an eigentlich eingeschrieben. Dankeschön. Genau, dann danke ich dir für diese spannenden Einblicke. Ich habe tatsächlich noch einige Fragen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Genau, und würde mich jetzt einmal Jan zuwenden. Du strebst in deiner Praxis danach, den vorhandenen städtischen Raum zu einem Medium der Kommunikation umzuwandeln. Das schreibst du zumindest so und ich finde, das passt auch sehr gut als Beschreibung. Und du benutzt dafür, und es hat mich überrascht, den Begriff des Kuratierens. Den kannte ich eigentlich eher aus der Kunst, also wenn man so Objekte oder Gegenstände oder ja, Kunstobjekte, die alt sind oder die zumindest schon vorhanden sind, zu etwas Neuem zusammensetzt und dann was ganz Neues rausbekommt, nämlich eine Ausstellung. Mhm. Und du benutzt es aber eigentlich für Architektur und Entwerfen im Raum. Mhm. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie du den Begriff verstehst? Ja, also vielleicht nochmal, um auch eure Arbeiten irgendwie so mit aufzugreifen. Man merkt, es geht um Vermittlung. Also wir haben Transformationsprozesse in der Gesellschaft, in der Stadt. Die Stadt ist komplex und wir suchen Formate, wie wir diese Komplexität und diese Herausforderung der Veränderung eigentlich vermitteln können. Und ihr macht das wahnsinnig toll mit Fahrt durch die Stadt. Und ich meine, eigentlich müsste jeder Bürger dieser Stadt die Möglichkeit haben, diese Perspektive einzunehmen. Und du nutzt das Tool dieser Kartografie und also Daten sichtbar machen. Und wir haben uns relativ früh gefragt, also wie kann denn auch Architektur selbst Teil von dieser Art von Vermittlung werden? Und das Kuratieren dabei, also die Kunst hat sich diesen Begriff, sagen wir mal, geschnappt, aber das Kurare, das Kümmern oder das Anbauen, Ackern und so, das kommt ja eigentlich darum, dass man sich mit dem Vorhandenen auseinandersetzt und sich darum kümmert und das in neue Beziehungen zueinander setzt. Und da ist der Begriff für uns sehr, sehr wichtig, weil wir immer auch davon ausgehen, dass viel einfach schon da ist und dass es immer darüber geht, sich mit dem Vorhandenen auseinanderzusetzen und das Kuratieren an dich eher als ein Kümmern oder als ein Neuverknüpfen, ein Rekombinieren vielleicht auch begreifen. Ne? Also und ich benutze den Begriff tatsächlich, also er ist auch so ein bisschen abgenutzt oder so, aber bei den Architekten funktioniert er noch ganz gut. Weil er eigentlich auch alles bedeuten könnte. Wir plädieren einfach auch für eine veränderte Perspektive in der Architektur und auch in der Disziplin der Architektur. Also weg davon, von diesem Tabula rasa Neubauen, was leider noch an vielen Hochschulen, also immer so noch Museen, Neubauen. Und wir, glaube ich, versuchen, und da ist der aktuelle Moment, glaube ich, ganz wichtig, und wir wissen, Klimakrise und so weiter und so fort, wir müssen eine andere Perspektive einnehmen.
Und ich habe jetzt so zwei Beispiele mitgebracht, die zeigen, was wir meinen, wenn wir darüber reden, was bedeutet eine Architektur, die vermittelt oder die sich mit Zukünften oder auch vergangenen Zukünften auseinandersetzt. Vielleicht mal das erste Bild. Also wir sind da in Bochum, sieht gar nicht aus wie Bochum, könnte auch in Chile sein oder so, ThyssenKrupp-Brache. Und wir waren tatsächlich erst von einer Kunstinstitution beauftragt, so eine Recherche von Bochum zu machen und sind die Stadtränder abgefahren. Und das ist ja Ruhrgebiet, das ist die Region, die eigentlich durch Arbeit geprägt ist und die jetzt auch aus einer Metropole ist, wo die Grenzen der Städte verschwinden. Also sind wir wieder bei diesen Karten, Mapping und so weiter. Und wir sind einfach die Stadtgrenze von Bochum abgefahren und haben ganz tolle Räume gefunden, die eben nicht durch Arbeit geprägt war, sondern weil gar nichts passiert. Und haben dann Texte von übers Nichtstun, wir waren mal gerade schon, also der Müßiggang und Böll, also, ne, die Arbeitsmoral und so weiter, kollagiert mit Fotos von solchen Orten. Und dann ist was passiert, was wir nicht ahnen konnten, nämlich Opel hat das große Werk geschlossen und das Schauspielhaus, also wir sind dann wieder beim Theater, hat ein Festival ins Leben gerufen und zwar ein Zukunftsfestival und hat die Frage gestellt, was kann die Stadt sein, wenn die Arbeit geht? Und wir haben dann da, an einem Ort, ThyssenKrupp-Brache, wir fanden das wunderschön, eine kleine Akupunktur platziert. Das ist dieser Turm aus Schachtelementen, die eigentlich in den Boden gehen. Wir haben dann einen Turm rausgebaut. Nächstes Bild mal. Das ist nicht... Ah, genau, das ist, und zwar haben wir dieser kollektiven Idee der großen Arbeitgeber eine Zukunft entgegengestellt oder eine Spekulation von einer individuellen Zukunft, wo es eigentlich kaum noch Arbeit gibt, wo man sich um Freizeit und den eigenen Körper kümmert. Das sieht auch aus wie ein großer Körper und man klettert da rein und es ist eine Sauna für eine Person. Also und man kauft quasi, also man oder kriegt eine Zeit geschenkt, sich in diesem Gebäude über eine mögliche Zukunft oder Gedanken zu machen. Und das geht natürlich in zwei Richtungen, weil wir wissen, dass die Selbstbestimmtheit Freiheit bedeutet, aber auch eine wahnsinnige Belastung, weil ich muss mein Leben selbst empfinden. Und die Architektur, nächstes Bild bitte. Die macht genau das. Also man weiß gar nicht, ob das jetzt das größte Privileg ist, da drin rumzuklettern oder ob man eigentlich in einem Gefängnis eingeschlossen ist, was ja auch nebenbei perfekte Isolationsarchitektur wäre. Also man weiß nicht, ist man eingeschlossen oder ist irgendwas ganz Besonderes. Nächstes Bild bitte. Und da gibt es dann diese kleine Saunabox, man kann saunieren. Und diese Zeit ist, und das haben wir sehr, sehr von vielen Gästen erfahren, war sehr, sehr intensiv und hat tatsächlich diese Frage gestellt, was könnte eine Zukunft der Stadt ohne Arbeit sein? Und gleichzeitig, wenn wir nochmal ans erste Bild uns erinnern, ich will nicht zurückspringen, ist es auch eine Frage, wie gehen wir eigentlich mit diesen Resträumen um? Müssen wir die alle neu umbauen und gestalten oder reichen vielleicht solche kleinen Akupunkturen, um die neu zu kodieren? Genau, und das Projekt hieß eben auch die One-Man-Sauna, nichts tun in Bochum. Nächstes Bild bitte. Genau, hier springen wir eben in die Vergangenheit tatsächlich. Das ist eine Arbeit, die wir mit Studierenden an der TU Berlin entworfen, aber dann auch vor Ort realisiert haben. Und wir sind dort in einer Stadt, die hieß die neue Stadt Wulfen, 60er, 70er Jahre, nördliches Ruhrgebiet, eine Utopie einer Stadt, mit wahnsinnig tollen Experimenten des Wohnungsbaus, teilweise abgerissen. Hier stand mal ein achtstöckiger Wohnungsblock. Und nächstes Bild bitte. Diese Stadt war eigentlich, im Hintergrund sieht man ein graues Gebäude, ganz toll, die Finnstadt. Es gab ganz viele innovative Experimente dort und unter anderem die Metastadt, ein Bausystem aus Rahmen und Strukturen, die sozusagen ein wachsendes Stadtsystem erzeugt hat. Ganz interessante Themen, leider total vergessen und auch gescheitert. Und wir haben versucht, einen Pavillon zu bauen, der eigentlich, der hat so ein Dach, aber eigentlich darunter wird man trotzdem nass, das Dach ist viel zu hoch. Aber es ist an so einer neuralgischen Stelle ein Angebot, sich zu verabreden. Und wir haben versucht, eben auf Wiedersehen Utopia, zurück in die Stadt der Zukunft, dort mit den Bürgern und auch mit den Tieren dort vor Ort, eigentlich diesen Diskurs zu führen. Warum lernen wir nicht aus diesen Utopien,
die wir schon kennen. Also das ist fast vergessen und es wird immer, wenn etwas scheitert, wird es so weggeschoben und wir sprechen da nicht drüber. Aber es gibt ganz viele positive Dinge, die man hier sehen kann. Und wir haben nächstes Bild bitte. Ah genau, da sieht man das dann mal im Betrieb, im Hintergrund die Finnstadt, dieses Gebäude, haben eigentlich die Nachbarschaft, aber auch Externe eingeladen, zu uns zu kommen. Und wir haben über Brutalismus gesprochen, wir haben über zeitgenössische Wohnungstypologien, die ja gerade wieder diskutiert werden. Wir haben das Thema Genossenschaft, Clusterwohnungen und so weiter. Nichts Neues, die Clusterwohnung vielleicht nicht, aber vieles war da schon Thema. Und haben versucht, so eine Art Revision dieser Stadt zu generieren. Das Tolle ist eben, dass durch dieses Diskutieren auch eine Wertschätzung passiert und die Bürgerinnen und Bürger dann nachher irgendwie ganz dankbar und positiv auch waren. Wir waren eine Woche da, haben diskutiert, haben tolle Abende gehabt und haben immer gesagt, wir verschwinden dann auch wieder. Also insofern ist es eigentlich auch eine Art von Inszenierung. Und die Architektur, die wir da sehen, ist natürlich so eine Holzstäbchenarchitektur, die aber versucht, natürlich diese Ästhetik von diesen Rahmenmodulen, strukturalistisch das Kleinste und der Hocker findet sich in der großen Struktur wieder, aufzugreifen und eben selber Vermittlungsprojekt zu sein. Und das vielleicht mal so zwei Einblicke, wo wir eben glauben, wie man über architektonische Objekte, Verhandlungsräume, wie wir sie nennen, einen Einstieg finden kann in diesen Diskurs und letzten Endes auch in diese Informationen, die uns dieses komplexe System Stadt so mitbringt. Wahnsinn, schön. Wunderschöne Beispiele. Und du sprichst ja auch immer wieder auf den Rückbezug auf die Vergangenheit, also sozusagen die Zukünfte der Vergangenheit, wie hast du das genannt? Das vergangene Zukünfte. Vergangene Zukunft, das gefällt mir gut. Ja, eigentlich lebt ja deine Disziplin auch von Veränderung. Könntest du spontan die letzten 10 Jahre deiner Disziplin, die Schlagworte, was sind die größten Veränderungsmotoren gewesen, zusammenfassen? Einfach nur so einzelne Worte. Was wäre das für dich? Ich glaube, es passiert im Moment so viel und wir erleben das gerade. Wir spekulieren ja jetzt gerade auch noch so aus dieser Corona-Situation heraus, die uns zeigt, dass Veränderung möglich ist. Wir sind in den letzten Jahren, also wir haben die Digitalisierung, wir wissen aber auch, dass wir komplett anders mit Ressourcen umgehen müssen. Wir wissen, dass wir anders mit Bestand umgehen müssen. Wir wissen auch, wie gesagt, dass alles komplex wird. Also wir haben nicht mehr diese Situation, wo wir einen Stadtteil einfach planen und die werden realisiert. Und das ist ja toll. Ne? Und ich glaube, für uns als Architekten bedeutet das, dass wir viel, viel mehr. Also natürlich sind wir Bauexperten und wir können die DIN und Norm und so weiter, aber wir müssen auch Vermittler sein, wir müssen auch Kommunikatoren sein. Raumverhandler. Also diese neuen Felder, die... Wo man, klar, ich meine, der Architekturberuf ist an sich schon komplex genug. Also wer diese sogenannten Leistungsphasen mitmacht und so, das kann nicht alles immer eine Person machen. Aber die Disziplin als solche wird, glaube ich, sich viel, viel offener, viel, viel kommunikativer und spezieller werden und sich diesen großen, komplexen Themen einfach anders annehmen müssen. Ja. Aber das ist toll. Also ich meine, wir sehen das in der Lehre gerade. Die TU ist total super aufgestellt. Mhm. Wir haben mit Eike Roswag das Natural Building Lab, wo es wirklich darum um die Frage geht, wie können wir zukünftig große Gebäude bauen, die eben mit Ressourcen anders umgeht. Die Habitat Unit wahnsinnig gut in dem Sinne von partizipativen Prozessen und komplexe Systeme zu lesen. Und wir versuchen eben mit den Studierenden solche kleinen Akupunkturen zu machen. Und ich glaube, das zeigt nur so ein kleines Spektrum auf, wie sich die Disziplin, in der Disziplin und eben auch verankert. Ich meine, die Grenzen sind ja wunderbar fließend. Ja. Zu den anderen Disziplinen. Und ich habe es vergessen zu sagen, auch da zum Thema Interdisziplinarität hatten wir eine Autorin dabei, die eigentlich aus dem Theater kommt, Lisa Danulat, die aus den Gründungsgeschichten der Stadt ein Hörspiel geschrieben hat, was dann die Studierenden wieder eingesprochen haben, was dann in dem Pavillon tagsüber zu hören war. Schön. Also auch da finde ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also ganz tolle Momente, die da entstanden sind. Du hast gerade schon gesagt, Corona ist zum Beispiel auch ein Brennmotor. Wir haben eine kleine Collage mitgebracht, wenn wir die vielleicht einmal eingeblendet. Ah, danke schön. Genau, denn tatsächlich erleben wir ja gerade eine Krise und Krisen sind ja immer Innovationsmotoren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen positivistisch für einen Virus, der ja auch viel Schaden anrichtet, aber tatsächlich ist es so, dass Pandemien Städte ja immer extrem verändert haben. Sei es
dass das erste Abwassersystem der Stadt London durch die Cholera, eine der Cholerawellen entstanden ist oder maßgeblich vorangetrieben wurde oder durch das Gelbfieber erst ins Bewusstsein kam, man muss eigentlich mal eine Müllabfuhr, eine staatliche, erfinden und die dann umsetzen. Und das irgendwann um 1732, also Pandemien haben die Stadt extrem nach vorne gebracht eigentlich. Genau, wir haben hier so eine kleine Collage mitgebracht über die Eindrücke aus den letzten Wochen. Was denkt ihr aus eurer Disziplin oder wie erlebt ihr aus eurer Expertise und aus eurem, also aus eurem Expertinnentum heraus aktuell das städtische Gefüge? Wie steckt, vielleicht steckt ja in den Momenten von Leere und Distanz auch etwas Potenzial für eure Praxis. Vielleicht magst du anfangen, Helgert. Ja, also erstmal hat die Krise natürlich irgendwie auch eine Beschleunigungsfunktion. Also plötzlich sind Sachen möglich, die vorher eben im Stau waren oder die nicht mit der Priorität verfolgt wurden, wie sie jetzt plötzlich verfolgt werden müssen. Also beim Theater ist es tatsächlich so, dass ja alle sich dann auf diese Streamings geworfen haben als Theatertreffen, wo eigentlich auch ein Stück von mir hätte gezeigt werden sollen, fand dann eben digital statt oder virtuell. Ich muss sagen, ich bin persönlich gar nicht so ein Fan davon. Ich fand das irgendwie sozusagen zu kurz gegriffen und glaube eigentlich, dass Museen und Konzerthäuser und Theater und sozusagen die kulturellen Institutionen eigentlich noch viel innovativer sein könnten und viel mutiger hätten sein können. Also dass das sozusagen eilfertige Schließen jetzt gar nicht so unbedingt der Weg hätte sein müssen, sondern man kann ja umgehen mit einem neuen, also sozusagen unter einem neuen Vorzeichen. Also man könnte ein Theater einen ganzen Tag offen haben und Zuschauer einzeln reinführen. Man könnte also alles Mögliche, die einen einzelnen Zuschauer auf die Bühne stellen und die Darsteller in den Zuschauerraum. Also es ist sozusagen alles umkehrbar, es ist extrem variabel. Und das ist das Gute, dass man sich sozusagen ein Stück weit gewahr wird dessen irgendwie. Also wie eng sitzen wir normalerweise oder wie gehen wir normalerweise miteinander um? Jetzt ist es anders, jetzt muss man die ganze Zeit gucken, stimmt das jetzt irgendwie? Und entspricht es dem, was empfohlen wird, und man könnte aber, ich finde, schon sehr viel spielerischere Formate entwickeln. Also wir haben mal vor sehr vielen Jahren ein Stück gemacht in einem Callcenter, wo eben eine Protagonistin, oder es waren mehrere Callcenter sozusagen Protagonisten, die aber jeweils einen einzelnen Zuschauer telefonisch so, bespielt haben, genau, eins zu eins. Also es war ein Dialogstück, was wir jetzt eben gerade auch nochmal aufgreifen und gucken, ob man das nicht jetzt irgendwie nochmal neu die Situation nutzen kann und sagen, was ist denn jetzt auch gerade in Indien los? Das ist nämlich nochmal was ganz anderes, Corona in Indien oder Corona in Kalkutta und wie die Leute eben dort sozusagen in der Enge und Dichte einer solchen Millionenstadt zu kämpfen haben, nach dem Sturm auch noch jetzt gerade aktuell, wo das Internet auch noch zusammengebrochen ist, und daraus eben neue Formate zu bauen. Dennoch muss ich sagen, irgendwie so innovativ die Konzepte sind, so sehr bin ich auch Fan von dem gemeinsamen zusammen was erleben, also in einem Raum zusammenkommen und auch gemeinsam was verhandeln. Also das Beispiel, was du angebracht hast, zu sagen, irgendwie man baut ein Dach irgendwo hin und man kommt zusammen und man verhandelt Themen und man begegnet sich in seiner Diversität und seiner Meinungsverschiedenheit. Ja. Das ist vielleicht dann wiederum die Gefahr irgendwie in der Vereinzelung, dass wir ja jetzt ganz schön uns da auch einrichten, also auf unseren einzelnen Sofas, in unseren einzelnen Wohnzimmern. Ich wollte jetzt gar nicht unhöflich sein, dass ich das Telefon in die Hand genommen habe. Wir haben nämlich tatsächlich Zuschauerinnenfragen und die Leitungen glühen tatsächlich. Also wir haben extrem viele Zuschauerinnenfragen, aber tatsächlich, bevor ich eine Frage der Zuschauerinnen an euch stelle, wollen wir einen Schnipsel von Kalkutta, also von dem alten Stück, sehen. Die Zeit würde es noch erlauben. Ja, dann können wir kurz einen Blick da reinwerfen, damit wir einen Eindruck bekommen. Genau, ich sag kurz vielleicht, das ist praktisch Kolkata in der Box. Und wir sehen eine Szene, wo die Kameras schon offen sind. Also wir haben das gemacht, als Skype noch relativ neu war und es auch unglaublich aufregend für uns war, dass man miteinander sprechen kann und sich sehen kann über so eine Distanz zwischen Berlin und Indien. Und es gibt einen Moment relativ spät im Stück. Am Anfang ist es eben alles über Telefon erstmal und nur Stimme. Und auch diese Intimität der Stimme war praktisch erstmal die Bühne, die Telefonleitung, die Bühne. Und irgendwann geht eben die Kamera erst in dem Callcenter an und erst bei den Menschen vor Ort, bei dem Theaterzuschauer.
und später im Callcenter, um dann eben den Blick freizugeben auf die Realität dieses Arbeitsorts. Wahnsinn. Und heute spricht man von Zoom-Fatigue, weil wir den ganzen Tag in irgendwelchen Meetings hängen, oder? Das ist so. Ja, wie viele Jahre später eigentlich jetzt das Stück? Also das allererste Mal, die erste Vorform haben wir gemacht 2004. Oh, wow. Da war Skype tatsächlich gerade der letzte heiße Scheiß. Und das ist von 2008. Das war schon sozusagen eine Weiterentwicklung. Wow. Okay, dann schauen wir mal rein. Hello. Hi. Hi. Hello. Now you enter the stage. Hi. Hi. Hello. Do you see me? Yes, I see you. With all my 25 years. Yeah. Yeah, it's very good. You know what? Now you know me, but you need to know my office space around here. Because I know your office space, you don't know my office space. Yes. So I'll show you my office space. So now I leave the camera, and now you will see rows of people. Can you sit? I'm speaking to Mrs. Lois Gretzen. And these people here, they are making sale in Australia. Yeah, they're selling mobile phones to Australia. And you sell some mobiles too? We also sell mobiles to Australia. Mm-hmm. And there are many other different appliances which we sell, but predominantly they're mobile phones. They're making what you call outbound calls. Call back which service? It's when you call up and try to sell something. How many persons do you call in Nigeria? And they pretend that they are all Australians. They used fake names, used fake accent, and they said that they're calling from Australia, but they're actually making the calls right from India. No transfers till now. And this is the window which I showed you actually. Yes. I showed you on the first floor, just behind the window is the place where I sit. Yeah, here. Oh. She's Goddess Kali, who's actually in a very, very angry mood. Do you see it? She has one of her tongue outside. Wunderschön. Aber ich meine, man sieht ja einfach auch, vor 12 Jahren sind eigentlich genau diese Momente schon da gewesen, die wir heute auch immer noch haben. Also die Technik mag neu gewesen sein, die Probleme sind natürlich die gleichen und haben sich noch verstärkt, gerade in so Megacities wie Kalkutta oder Bangalore. Und das merkt man natürlich auch in den Auswirkungen der Krise extrem. So, jetzt würde ich gerne einmal schauen, was ihr eigentlich gefragt werdet. Eine Frage an alle kommt, vor dem Hintergrund, vor dem jetzigen Ausnahmezustand, ist Social Distancing eine Chance für neue Formate und neue Architektur? Wir haben zum Beispiel gesehen, wie Stadt, Wohnhäuser und Balkone zu Bühnen umfunktioniert wurden. Ja, das ist eine spannende Frage, finde ich, denn tatsächlich ist ja genau das passiert, dass Menschen von ihren Balkonen heruntergesungen haben, runtergeklatscht haben, dann kam das in die Kritik, dann wurden aber Botschaften überbracht, eigentlich aus dem digitalen Raum wieder in den analogen Raum zurückgebracht. Ist da Potenzial drin für Entwerfen, für Gestalten? Ich weiß nicht, ob man es so direkt übertragen kann. Was wir feststellen, und das merken wir gerade besonders mit den jungen Studierenden im zweiten Semester, dass diese Situation in der Isolation zu sein und dass das der öffentliche Raum auf einmal etwas ist, was man bewusst und anders wahrnimmt, zu einer besonderen Sensibilität führt und zu einer besonderen Wertschätzung von Dingen, die wir eigentlich als alltäglich ansehen. Ich weiß, ich habe noch so 2-3 Bildchen, wenn wir das zeigen könnten, weil ich habe tatsächlich jetzt eben schnell aus dem von unserem Server mal was runtergeholt. Genau. Was wir gemacht haben, wir haben eigentlich die Studierenden im ersten Studienjahr gefragt, wo seid ihr gerade? Und es kamen ganz erstaunliche Darstellungen, wie hier, dass jemand nach 9-mal Umräumen des Zimmers einen Zwischenraum entdeckt hat zwischen Balkon und Fenster, den er neu ausjustiert. Und dazu gab es mal einen kurzen Text, der eigentlich die Lebenssituation beschrieben hat. Und wir haben gemerkt, dass die sind ganz sensibel, die sind ganz wach, die verstehen eigentlich, was das bedeutet, weil sie so lange in dieser Einschränkung schon sind. Vielleicht das nächste, vielleicht nochmal.
Genau, wir haben es dann zeichnen lassen, ganz präzise. Das ist ja auch fast eine Art von wohnsoziologischer Untersuchung. Das heißt, wir haben jetzt 80 verschiedene Porträts von Wohnräumen, die wir natürlich, und das vielleicht im nächsten Schritt, nächstes Bild bitte. Genau, mit Betrachtung von dem, was öffentlicher Raum, formerly known as public space, vielleicht sehen. Also hier sind so Perspektiven, die Studierenden gemacht haben, wo sie eben genau diese Distanz sichtbar machen. Naja, und wir nehmen das jetzt als Inspiration und das kann man im nächsten Bild sehen. Das sind jetzt so erste spekulative Strukturen, die versuchen eben Freiräume, aber auch Gemeinschaftsräume so als erstmal so eine abstrakte grafische Untersuchung, also so eine Collage aus den Individualräumen darstellt, versuchen das eigentlich als Anregung zu nehmen. Und ich weiß jetzt nicht, ob man aus dem Balkon Tribünen macht, aber ich glaube, wir verstehen, dass man keine Wohnung mehr bauen soll, Leute, die keinen Balkon hat. Und wir verstehen, dass diese Zuordnung von Räumen, Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer und so weiter, dass wir das flexibler denken müssen. Und wir verstehen vielleicht auch, dass man keine Bürobauten bauen sollte, die nur als Bürobauten nutzbar sind. Ja? Sondern wir müssen eigentlich genau das Leben neu verhandeln, indem wir sozusagen flexibler werden, Räume mit verschiedenen Nutzungsphasen überlagern und trotzdem nicht in die Breite gehen und auf einmal pro Person 90 Quadratmeter beanspruchen. Weil das ist ja wieder das Problem, was uns dann auf einer ökologischen Ebene einholen würde. Mhm. Und ich glaube, da ist eine Menge Potenzial drin im Thema Flexibilität. Und das geht natürlich dann weiter. Wir merken gerade, dass alle digitalisiert sind. Und wir sprechen dann auf einmal über Verhältnisse von Stadt und Land. Ne, du machst dann deine Theaterkoordination und Zoom-Gespräche auf einmal nicht mehr aus der Stadt und können, glaube ich, da auch über die großen Zusammenhänge von Wachstumsregionen, Schrumpfungsregionen oder vom ländlichen Raum zu urbanisierten Räumen eigentlich auch neu nachdenken. Das heißt, wir lernen, glaube ich, eine ganze Menge gerade daraus und es gilt jetzt sozusagen, die richtigen Zukünfte dafür zu entwerfen. Ja. Das stimmt. Man muss, glaube ich, aber auch sehr wachsam bleiben. Ne? Also ich glaube, wenn ich mir deine Forschung anschaue, du hast dich wahnsinnig viel mit Maps auseinandergesetzt mit Daten. Das muss für dich doch auch ein unglaublich spannender Augenblick gewesen sein, zum Beispiel als dann die Nutzungsdaten von vielen Handynutzerinnen freigegeben wurden, um halt zu gucken, wie bewegen sich die Menschen eigentlich während des Lockdowns oder kurz davor, glaube ich, waren das. Und dann diese ganzen Visualisierungen, wie Menschen sich durch den öffentlichen städtischen Raum bewegen. Hast du schon eine Idee, was du daraus aus deiner Praxis als nächstes Forschungsprojekt machst oder ist das für dich jetzt erstmal noch kein aktuelles Thema? Doch, es ist ein sehr relevantes Thema und was uns, glaube ich, was viele beschäftigt, aber gerade aus einer städtischen Perspektive ist es total spannend, aber auch kritisch zu beobachten, was da gerade passiert und weil natürlich jetzt Dinge umgesetzt werden, die vor Jahren vielleicht nicht so möglich gewesen wären. Und es ist spannend auch, sich anzuschauen, wie international da mit dem Thema umgegangen wird. Auch bei Beispiel China oder Südkorea oder Und diese Apps sind natürlich vielversprechend in der Problemlösung, aber meine Sorge als kritischer Wissenschaftler ist da, dass dadurch noch neue Probleme entstehen. Wie könnten das sein? Ja, Verlust der Privatsphäre und Unter anderem, ja. Natürlich, ja. Ich würde dir tatsächlich auch gerne noch eine kurze Frage stellen, weil hier kamen so viele Fragen auch direkt an dich. Sekunde, ich muss sie wieder raussuchen. Genau, wie kann man als Stadt oder als, wie kann man die Stadt als Bürgerin transformieren, war eine Frage an dich. Möglicherweise mithilfe meiner Daten, mithilfe von Tools. Ich glaube, da genau zielt diese Frage. Die Digitalisierung bietet natürlich neue Chancen der Teilhabe und der Partizipation und das interessiert mich auch besonders in meiner Forschung und in meiner Beschäftigung mit Applikationen und digitalen Tools, aber auf der anderen Seite auch in physischen Projekten und
Beispielen, wie das Jan auch gezeigt hat, wo Leute zusammenbauen und nicht nur Studierende für Leute, sondern am besten Menschen aus einer Nachbarschaft mit einem gemeinsamen Ziel, mehr miteinander zu erzeugen. Und da bietet die Architektur super viele Potenziale, mehr miteinander zu schaffen. Jetzt in Zeiten von Corona wird das natürlich jetzt gerade in Frage gestellt, weil diese Kunst- und Kulturprojekte oder die sozial-aktivistischen Architektur- und Urbanismusprojekte gerade die da unter der Distanz leiden und leiden werden. Ja, leider. Mal sehen, wie lange es noch weitergeht. Aber ich habe tatsächlich noch eine Bitte an dich. Und zwar heißt die Veranstaltung ja heute Spekulationen zwischen Kunst und Wissenschaft, also hybride Futurismen. Und ich würde dich jetzt bitten, einen Umschlag zu ziehen, denn wir wollen ein kleines Zahlenspiel mit euch machen und einen Blick in die Zukunft eurer jeweiligen Disziplin und in die Zukunft von Stadt werfen gemeinsam. Und hier drin sind drei Jahreszahlen und eine von denen bitte ich dich jetzt zu ziehen, sodass wir gemeinsam herausfinden, worüber wir sprechen. Okay. Oh, das wäre auch schön. 2107. Okay, also wir reisen ein bisschen zurück, zurück in die Gegenwart. Nein, wir reisen in die Zukunft. Genau. Ja, was denkt ihr? Was wird in diesem Jahr sein? Gibt es noch Bühnen? Gibt es neue Häuser? Gibt es noch Google Maps? Frage an mich. An alle, an euch alle, aber ja. Also meine Spekulation wäre, dass sich auf der einen Seite so dieses Digitale und Virtuelle und das Real-Physische immer mehr ineinander blenden und dass vielleicht gar keine Trennung mehr gemacht wird, sondern dass es dieses Hybride dazwischen sein und überlagert sein, dass das eigentlich der Normalzustand ist. Und in der Hoffnung natürlich, dass genau mit den neuen Möglichkeiten was Positives angestellt wird. Auch mit dem Ziel in der Stadt mehr Miteinander, mehr Nachhaltigkeit, mehr Soziales, mehr Kulturelles zu ermöglichen. Vielleicht so. Spannend. Das wäre schön. Das ist eine schöne Zukunft. Helgard, gibt es noch Bühnen? Ja. Ja, ich gehe mal an, dass die überleben. Auf jeden Fall die nächsten 100 Jahre noch. Es gibt ja auch in Asien jetzt irgendwie ohne Ende neue Bühnen. Also ist gar nicht so, ne? Der sozusagen Baustopp oder Stau, den es hier gibt, den gibt es in anderen Kontinenten überhaupt nicht. Also vor allem für Bühnen. Ich habe mal ein Stück gemacht im National Theatre of Wales. Das war ein Theater ohne festes Haus und das fand ich irgendwie eigentlich das versprechendste Projekt, dass man sagt, es gibt, es ist ein Nationaltheater, aber wir gestalten unsere Spielzeit so, dass wir eben sowieso schon mobil sind und wir machen das irgendwie an ganz verschiedenen Orten, in ganz verschiedenen Partnerschaften. Das kann auch mal ein Theater sein, aber es muss nicht. Es kann auch eine Scheune sein oder und sich das irgendwie stärker einzuschreiben, finde ich sinnvoll. Also, dass man sich eben nicht an diese Häuser und an Ensemble und feste Strukturen kettet, die eben auch teuer sind. Genau, die sind schnell sehr teuer und schnell sehr langsam oder machen einen schnell sehr langsam. Und das würde ich mir wünschen, dass das irgendwie stärker aufgehoben ist, ohne den Status zu verlieren. Also deshalb fand ich das Modell irgendwie ziemlich genial zu sagen, das ist das Nationaltheater. Aber wir müssen nicht, um ins Nationaltheater zu gehen, müssen wir nicht durch diese Türen gehen und in diesem Foyer sozusagen uns aufhalten und auf diese Plüschsessel fallen, sondern wir können das anders erleben. Mhm. Wie, auf welche Weise? Willst du meine Vision hören? Oder? Ja, deine. Ja, indem man immer wieder diese Kommunikationsstruktur, die es hier gibt im Theater oder in den Künsten und auch in der Architektur ernst nimmt. Mhm. Also, wer spricht hier eigentlich zu wem und wer verhandelt welche Themen? Ja. Und was machen wir auch mit dem Ergebnis? Ja. Also, dass das nicht so ein Texten an die Wand, an die Vierte ist, sondern dass das eben durchlässiger ist. Mhm. Und das Digitale, so wie bei Moritz, das ist so ein Hybrid-
Ja, das wird bestimmt irgendwie stärker genutzt, das glaube ich auch. Ja. Also allein das Theater mal anfangen, die Stücke aufzuzeichnen, ist vielleicht irgendwie eine super Erkenntnis, weil man möchte sie ja vielleicht irgendwie festhalten, aber vielleicht möchte man sie ja auch irgendwie wandeln, also nicht nur sozusagen konservieren, sondern irgendwie von vornherein sowas mitdenken. Mhm. Also auch Zuschauer, die jetzt nicht hier sind, also so Formate, dass man halt irgendwie, ja, das irgendwie teilt und stärker irgendwie streut. Mhm. Ja, das stimmt. Was wäre die menschenwürdigste, menschenfreundlichste Stadt 2107, die du dir imaginieren könntest? Na, ich finde es wirklich extrem schwer, so weit nach vorne zu schauen. Man müsste eigentlich jemanden jetzt haben, der irgendwie so 100 Jahre alt ist und der sagt so, wie haben wir eigentlich damals spekuliert? Weil also ich glaube, diese Erfahrung haben wir nicht. Aber ich will es mal anders sagen. Ich hoffe, dass wir, wann war es 2107. Ja, dass wir 2107 zurückgucken und dass man dann sagt, so in den 20er Jahren, im letzten Jahrhundert, da haben wir irgendwie den Move hinbekommen. Wir haben sozusagen da begriffen, dass die Globalisierung etwas ist, was nicht sozusagen endlos geht, dass wir mit Ressourcen anders umgehen müssen, dass wir über sozusagen das Gemeinwohl und über das, was unsere Welt ausmacht, letzten Endes anders nachdenken und andere Wege finden. Weil im Moment, mit diesem weiter so, würde man sagen, wir laufen eigentlich auf die größten Konflikte hin. Also wir haben eine Weltbevölkerung, die nicht zu dem Planeten mehr passen wird, wenn der Mensch so umgeht mit dem Planeten, wie er es im Moment tut. Wir haben Ressourcen, die bis spätestens dann halt komplett aufgebraucht sind. Und ich hoffe, dass wir zurückgucken und sagen, dass die 20er und 30er Jahre, wo wir gerade drin sind, eigentlich die Zeit war, wo wir wirklich den Turn hinbekommen haben. Und das in der Stadt, das hat ökonomische Konsequenzen. Ich habe ja schon Gemeinwohl angesprochen, aber auch etwas mit einer anderen Vorstellung von Wachstum zu tun und letzten Endes für Architektur ganz materiell und ganz konkret einen anderen Umgang mit Ressourcen und auch mit Systemen, die eigentlich in der Lage sind, sich auf verschiedene Ansprüche quasi neu anzupassen und nicht sozusagen hochspezialisiert und hochtechnisiert und mit doppelten Glasfassaden und sowas, sondern eigentlich eher was einfach funktioniert, was man vielleicht auch wieder auseinanderbauen kann und also das ist meine Hoffnung. Mhm. Ich glaube, dann hat 2107 auch eine Chance, ein schönes Leben anzubieten. Mhm. Ansonsten verbocken wir das in den nächsten 10, 20 Jahren. Ja, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass die Stadt nicht mehr so eine wichtige Rolle spielt. Also man sagt, so Stadt ist ja so der größte Motor für Wirtschaft, für Innovation, für kreative Menschen, die sich dort treffen, für diverse Gruppen von Menschen, die sich dort treffen. Und wenn Stadt an Bedeutung verliert, möglicherweise, also was passiert dann? Also es könnte ja auch sein, dass man sagt, so ist zum Beispiel Paris sagt jetzt gerade, wir wollen jetzt eine Stadt haben, eine 15-Minutes-City, wo man halt alles in 15 Minuten erreichen kann, sozusagen kleine Kieze, kleine Dörfer innerhalb der Stadt. Möglicherweise sind das ja dann ganz andere Innovationsmotoren und es gibt ja dann auch wieder kritische Forscherinnen, die sagen, wir müssen weg von diesem Wachstum, so komplett von dem Bruttosozialprodukt, was uns immer weiter treibt, nach vorne zum Fortschritt, zum Wachstum und immer weiter Geld machen. Möglicherweise kann man ja auch Stadt nochmal ganz neu denken und sagen so, okay, vielleicht sind es halt kleine Dörflein, die halt irgendwie Communities bilden, Tribes oder sowas, um mal so einen Digitalbegriff da einzubringen, oder? Ich weiß nicht, ich denke, dass es gibt so viele Diskussionen, die, glaube ich, irreführend sind. Ich finde zum Beispiel diese ganze Tiny House Bewegung ist vollkommen absurd, ja, weil also dann sollen die von mir aus bei IKEA stehen oder so da im Moment. Aber es bringt ja nichts, weil es ist ja wirklich kein Modell. Also es ist so ein Aussteigermodell. Ich glaube schon, dass die Stadt als solche schon, ich will jetzt nicht mit Effizienz argumentieren, aber es ist sozusagen eine Verdichtung von Zusammenleben, was wir gut organisieren können und was, glaube ich, noch viel Raum hat. Und wenn wir darüber nachdenken, welche Infrastrukturen wir bald nicht mehr brauchen, Straßen und so, oder wie viel weniger brauchen, dann ist da auch Platz wieder, dann ist da Raum. Und das Gute ist ja, und das ist, glaube ich, diese 15-Minuten-Stadt, also wenn wir die vorhandenen guten Infrastrukturen besser ausbauen und besser noch nutzen, dann ist das sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Und da sprach ich ja auch vorhin von Bestand und von dem genau hinschauen, was schon da ist. Dem Kuratieren. Ja, genau. Ich habe noch tatsächlich einige Zuschauerinnen-Fragen. Wie gesagt, wir werden überrollt von Fragen. Bin ich da, würde ich euch noch
einige stellen, und zwar an Moritz. Was ist smart an Smart Cities? Wie kann eine Stadt klug sein, unabhängig davon, wie klug ihre Bürgerinnen sind? Finde ich eine sehr schöne Frage. Ja. Die Stadt als Agentin. Ja, was smart ist, haben wir vorhin auch schon von dem kleinen Mädchen gelernt. Wie smart ist in dem Sinne auch, wenn man es kritisch beurteilt, ein Marketingbegriff für bestimmte Zukünfte, die gepusht werden wollen. Und Effizienz spielt da eine ganz große Rolle. Aber die Frage ist, effizient wofür? Und ich habe das Gefühl, dass bei diesen Smart Cities häufig der Mensch vergessen wird in der Wichtigkeit und Zentralität, wofür eigentlich so eine Stadt überhaupt da ist. Und häufig entsteht da so in smarten Cities, wenn man sich Beispiele anguckt, ja, häufig ist da so ein technischer Fokus und so ein neuer technischer Fortschrittsglaube, der mir bekannt vorkommt. Ich war da noch nicht geboren, aber in den 50er, 60er Jahren, wo alles auf das Automobil gesetzt wurde und bestimmte Funktionstrennung und alles nach dem Raster geplant wurde, aber ohne daran zu denken, was so die natürlichen Bedürfnisse von Menschen sind. Und das wiederholt sich ein Stück weit, dass Technik überhöht wird, eigentlich über die menschlichen Bedürfnisse, die manchmal auch unnütze Sachen machen, einschließt. Sodass man, so wie bei Jan in dem Projekt, einfach mal nichts tut und nicht die ganze Zeit im Internet hängt oder auf Smartphone guckt oder arbeitet, sondern manchmal ist es halt auch nichts, und das ist dann vielleicht unsmart in dem Sinne, aber in meiner Stadtvision würde das Smartness mit einschließen, auch quasi nicht effiziente Dinge. Mhm. Ja, schön. Eine Stadt des Müßiggangs oder in denen das möglich ist einfach, ne? Also auch nichts zu tun, nicht dabei beobachtet zu werden, wie am Südkreuz und dann sofort eine Gefährderin zu sein dabei. Stehen bleiben dürfen, ja. Stehen bleiben dürfen, genau. Vielleicht sich im Stadtraum hinlegen und schlafen, das wäre toll. Großartig. Eine schöne Stadt. Genau. Tatsächlich habe ich auch gerade darüber im Guardian gelesen, dass viele Städte wie Bangalore, also so Megastädte, einfach überhaupt gar nicht konzipiert wurden, um die Bedürfnisse ihrer Einwohnerinnen zu befriedigen, und dass jetzt in dieser Corona-Krise das nochmal extremer wird, weil ja wie so ein Brennglas einfach dahin leuchtet, so okay, die Leute haben einfach nicht die nötigsten Infrastrukturen, um zu überleben, und sind jetzt in diesen Städten gefangen und kommen auch nicht raus. Genau, ich habe tatsächlich noch einige Fragen. Genau, welches Stadtkonzept haltet ihr für am pandemiefreundlichsten? Gibt es irgendwelche Städte, die in der jetzigen Situation durch bestimmte Präventivmaßnahmen besser begegnet sind als andere? Beziehungsweise, da würde ich gerne noch die Frage ergänzen, um Zukunftskonzepte. Also wie könnte man auch Städte imaginieren, die möglicherweise sowas mitdenken? Weil es wird ja nicht die letzte Pandemie gewesen sein, und wir haben ja auch noch andere große Krisen vor uns, wie den Klimawandel, wie den Zusammenbruch von Ökonomien. Ja, also wie kann man Städte bauen, die wirklich klüger sind, und habt ihr dafür gute Beispiele? Also von Städten, die schon gut funktionieren. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob es sozusagen Städte gibt, die aufgrund ihres, sag mal, spezifischen Stadtgrundrisses oder so in der aktuellen Situation gewisse Vorteile bieten, weil das hat ja sehr, sehr stark, glaube ich, damit zu tun, mit sozusagen welchen Konventionen und welchen Regeln wir quasi unser Zusammenleben jetzt steuern. Ich glaube, dass die Orte der Gemeinschaft und der Orte der Zusammenkunft vielleicht jetzt anders gedacht oder vielleicht zukünftig anders gedacht werden müssen, weil ich sprach vorhin dieses Thema der Clusterwohnung an, also da, also wo einfach in einer größeren Gemeinschaft zusammengewohnt wird und wo man dann vielleicht sagt, naja, das ist dann nicht die Kernfamilie, das Pärchen oder der Single, sondern man lebt dann irgendwie mit bis zu 20 Personen in einem Haushalt, und der sicherlich als eine Struktur auch der Selbstorganisation vielleicht gewisse Vorteile böte. Also
ganz einfach Kinderbetreuung, sich teilen, Räume teilen, Neuverhalten. Genau, mehr Generationen. Und das sind sicherlich Dinge, die aber so oder so wichtig sind, weil wir leben ja in einer Situation, wo eigentlich dieses klassische Bild von dem für die Familie, für die gebaut wird, so Mann, Frau, zwei Kinder und eine Studentin spricht jetzt immer vom Nuklearwohnen, also so dieses, das ist ja nicht mehr Alltag eigentlich, ne? Also es ist viel komplexer geworden, Patchwork, Single, wie auch immer, auf Distanz. Und das spielt eigentlich alles so in diese Richtung, dass wir das Wohnen auch weiter neu denken müssen. Und da spielt, glaube ich, Corona eine Rolle, die dann noch einen zusätzlichen Aspekt hinzugibt, vielleicht diesen Aspekt der Flexibilität. Aber wie sich das jetzt so konkret auf Stadt und Infrastruktur auswirkt? Ich meine, wir erleben ja gerade, dass die öffentlicher Nahverkehr quasi nicht mehr existent ist, weil er einfach gefährlich wird. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Wahrscheinlich muss man den neu denken. Also es kann ja jetzt nicht dazu führen, dass wir alle auf die Autos umsteigen. Ja, oder Fahrradwege, was ja gerade passiert in Berlin. Das ist natürlich, das ist toll. Das ist ein Aspekt, der sehr wichtig ist. Also und da glaube ich, und jetzt wurde ja gerade, glaube ich, für Berlin auch entschieden, dass gewisse Trassen, die jetzt so spontan angelegt worden sind, eben auch bleiben. Und ich glaube, da merken wir an solchen Stellen, dass es doch mit so einem Schub auf einmal Dinge möglich sind, die wir gedacht hätten, wow, so flexibel ist das so eine Verwaltung oder so ein Senat nicht und so. Und das, glaube ich, das ist vielleicht auch diese Sensibilität. Auf einmal öffnen wir das und das sind vielleicht so ganz gute Beispiele. Lassen das auch zu, ja. Hast du ein Beispiel für eine extrem pandemiefreundliche Stadt, also eine, die halt gut funktioniert hat weiterhin? Also kann auch aus der Vergangenheit ein Beispiel sein, also wie zum Beispiel die Wasserpumpen in London. Ja, mein derzeitiges Gefühl ist leider, dass ich glaube, so eher mein Feindbild von Stadt gerade gewinnt und das ist Suburbia, so ein Familienhaus der Siedlung, so dieser städtische Brei, der auch einen großen Teil von Berlin ausmacht, darf man ja auch nicht vergessen. Und dass eher dieses dichte, enge verliert. Auf der anderen Seite kann man auch sehen in Berlin, dass die Bedeutung von Freiraum, vielleicht ist jetzt auch ein glücklicher Zufall, dass gerade Frühling ist und sowieso, dass eine besondere Zeit ist auf den Straßen und im öffentlichen Raum, aber dass Freiraum nochmal bewusster wahrgenommen wird und auch Freiraum belastende Faktoren wie das Automobil, dass die zumindest wie zum Beispiel der Fahrradtrassen oder was sonst im Gespräch ist, dass Parkplätze zu Gastrozonen gemacht werden und dass der Außenraum eine viel größere und wichtigere Rolle bekommt. Und ich glaube, das war auch historisch so, wenn man sich jetzt zum Beispiel von Berlin die Volksparks anguckt. Die wurden ja auch aus so einem Hygienegedanken entwickelt, dass pro Einwohner, pro Einwohnerin so und so viel Quadratmeter Grünraum. Nach diesen Regeln wird ja heute auch immer noch entwickelt. Und ich denke, da so eine gesunde Balance zu finden zwischen dichter Bebauung, aber auch Außenräumen und qualitativen Außenräumen und insgesamt ein gesunden Stadtklima, was nicht menschenfeindlich ist. Ich denke, das ist die Zukunft und ich denke, vieles ist in Berlin zum Beispiel gut angelegt. Wobei das jetzt nicht der Grund ist, warum die Pandemie an Berlin so vorbeigegangen ist. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit und ich hatte euch ja im Vorfeld gebeten, Fragen aneinander zu formulieren. Habt ihr da was mitgebracht aneinander? Ich hätte 2 Fragen an dich, ja. Aber eine ganz kurze. Dieser LKW, das habe ich mich wirklich schon immer gefragt, dieser LKW, der mit der Tribüne durch die Stadt fährt, wie bekommt man sowas genehmigt? Aber das kannst du mir vielleicht später mal verraten. Was ist das eigentlich? Ist das ein Fahrgeschäft? Ist das noch ein, oder ist das ein Bus? Oder wie ist das? Aber die eigentliche Frage, die ich stellen will, ist, wie seht ihr eigentlich eure Rolle in Abgrenzung vielleicht auch zu Stadtplanung und Stadtbeteiligung, die einer vielleicht städtischen oder planerischen Perspektive gedacht wird. Und
ja, wie grenzt ihr euch da ab oder sucht ihr sogar die Nähe dazu? Weil das, was ihr macht, ist ja eigentlich total wichtig, also bei der Vermittlung von Zukünften. Also genau, man könnte, glaube ich, Stücke von uns als Instrument nehmen für Stadtplanung, nur wäre das jetzt nicht mein Anliegen sozusagen. Mein Anliegen ist eher, oder ich fände es nicht falsch, aber das ist sozusagen nicht meine Expertise. Ich kann beobachten, also ich kann sozusagen Sachen aufdecken und anbieten, ich kann die kontrastieren und erkennbar machen. Ich würde oder selten haben Projekte wirklich zu einer konkreten Umsetzung geführt, dass man dann sagt, ach so, stimmt, der Hermannplatz, der sieht ja furchtbar aus, da müsste man doch nur das und das machen, sondern mit dem Truck sind wir eher an den Hermannplatz gefahren und haben gesagt, aha, okay, so funktioniert dieser Platz, das ist ein Platz, der, ne, den nehmen wir jetzt wahr und wir gucken, wir beschäftigen uns eben mit den außerordentlichen Regeln, die an solchen Plätzen, die so gefährliche Orte in Berlin ja sind, herrschen, was da darf, gemacht werden darf. Und was nicht und was sich da mischt und wie ich die aus eigentlich einer sozusagen großen Sicherheit in diesem Truck sitzend, unerkannt bleibend, also die... Jimmick quasi, ne? Ja, na, das wäre jetzt gemein. Also es geht nicht um so einen entlarvenden Blick, sondern es geht eigentlich um einen empathischen Blick. Also es geht darauf, dass ich sozusagen erkenne, was bin ich? Ich bin Teil davon. Es ist jetzt nicht so eine Slum-Tour oder eine Zoo-Blick, wo ich mich irgendwie an den Elefanten berausche, sondern es ist eigentlich irgendwie ein ganz emotionales Erkennen. Also das war eigentlich bei dieser Fahrt auch der Fall, dass die Menschen sind emotional sehr, sehr dabei und das macht einen auch irgendwie traurig und wütend, ist auch lustig und alles. Aber man ist sozusagen in dieser Sicherheit hinter dieser Glasscheibe sitzend, irgendwie eigentlich guckt man wie durch so ein Vergrößerungsglas auf das, was wir teilen. Ist aber nach meinem Disziplinverständnis genau das, wo wir als Architekten und Planer eigentlich hinkommen müssen, in dieser Würdigung, Verständnis von dem, was da ist. Genau, und so rum finde ich, als Instrument taugt das. Ne? Wir sind auch immer wieder mit Menschen irgendwie in diesem Bus oder mit dem Truck unterwegs gewesen am Anfang und haben praktisch durch deren Expertenaugen auch auf die Plätze geguckt. Und das waren auch Stadtplaner, das waren Psychologen, das waren Juristen und haben gesagt, was siehst du denn, wenn du da hinguckst? Und das hat Eingang gefunden auch in diese Stücke. Genau, aber wir wandeln den Ort nicht. Ne? Der Blick kann deine Rezeption wandeln und kann dich irgendwie den anders erleben lassen, wenn du das nächste Mal über den Platz gehst. Und es tut es, glaube ich, auch, dass es so nachhaltig ist und man das nicht vergisst. Aber wir verändern nichts daran. Ne? Nicht jetzt irgendwie, ach, da muss man doch nur irgendwie hier und hier das hinstellen, dann ist es irgendwie ein viel tollerer Platz. Das würde ich halt tatsächlich irgendwie anderen Leuten überlassen. Dankeschön. Du hast eine Frage an Moritz mitgebracht. Oder? Genau, ich wollte von Moritz wissen, ob er Google Maps nicht durch eine neue Anwendung bereichern möchte. Also was denkst du fehlt oder was könnte man mit irgendwie einem weiteren Feature irgendwie vielleicht auf die Spitze treiben oder auch besser machen? Also eine ganz einfache Antwort, so ein Privatisierungsknopf oder Funktion. Eine Tarnkappe, oder? Die ganzen eigentlich schönen und auch interessanten Möglichkeiten, die so eine kartenbasierte App mit sich bringt, aber ein Stück weit der Userin oder dem User die Möglichkeit gibt, selber zu kontrollieren, was dann eigentlich mit den Daten passiert, die dann die Folge sind eigentlich von der Interaktion mit dieser. Jetzt haben wir noch eine Minute tatsächlich, nur noch. Hast du eine schnelle Frage an Jan, die sich schnell beantworten lässt, innerhalb von einer Minute? Ein Wort? Nein, Gott. Ein Stück weit hat sich das schon so ein bisschen jetzt auch gezeigt in seinen Beispielen, wie er sich hier präsentiert hat und eigentlich war meine Frage, ein bisschen provokante Frage, ob er sich als klassischer Architekt sieht. Na klar. Der neue klassische Architekt. Der neue klassische Architekt. Naja, das finde ich interessant, aber ich finde, dass auch da das Hineinwirken natürlich in die eigene Disziplin und auch in der Lehre sozusagen dieses neue Verständnis zu vermitteln. Also und da will ich mich jetzt nicht abgrenzen und sagen, ich bin jetzt kein Architekt mehr, sondern na klar. Ich bin der neue klassische Architekt. Oh, ist ein wunderschönes Ende tatsächlich. Ich hätte noch so viele schöne Fragen gehabt von unseren Zuschauern oder ja, dem Publikum, dem Unsichtbaren.
Welche Elemente der Stadtplanung regen uns dazu an, kreativ zu sein? Und als Beispiel waren gegeben Parks oder auch Autobahnen. Das finde ich zum Beispiel großartig. Ich liebe diese Frage. Aber leider müssen wir uns jetzt verabschieden und ich wollte mich wirklich sehr, sehr herzlich bei euch bedanken. Es war ein wunderbares Gespräch und ich für meinen Teil habe sehr, sehr viel gelernt und genau und wünsche euch und Ihnen unsichtbarerweise einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Hybrid-Talk. Vielen Dank.